So, willkommen zurück. Direkt nachdem ich letztes Mal aufgehört habe, habe ich meinem Frust freien Lauf gelassen. Und einfach irgendwelche Dinge willkürlich angeschrien. So. Ey, es muss jetzt einfach sein. Vielleicht, wenn irgendwie sich nachher die Zeit gibt, vielleicht zocke ich dann auch irgendein anderes Spiel, wo ich meinen Frust ein bisschen ausleben kann. Alles klar, du kennst den Deal. Ming weiß, dass man viel über dich spricht. Er will nicht länger auf dich warten. Bring's also hinter dich. What? Habe ich jetzt gerade so viel Kopfgeld dazu geholt oder wie jetzt? Ja, warum nicht? Okay. Hab jetzt gar nicht geguckt. Ja, Hä, was? Wieso habe ich denn jetzt auf einmal so viel Kopfgeld dazu gekriegt? Hä? Was zum... Wieso werden wir jetzt... Was? Umfahre 4 Nagelbahnsperren? Umfahre 10 Straßensperren? Was? Zum Glück ist gerade keine Facecam an. Mein Gesichtsdruck ist gerade Verwirrung. Ich guck gerade wie so ein Dover richtig auf den Bildschirm. Was ist das? Ich verstehe es jetzt gerade wirklich nicht. Vielleicht versteht ihr es ja. Keine Ahnung, was das jetzt soll. Seid ihr bereit? Ich nicht. Habe ich gesagt, ich muss mir einen neuen Wagen anschaffen? Drauf geschissen. Ich versuch's mal. Rundkurs und Radarfalle. Boah, ist das ein kurzer Rundkurs. Wir versuchen's mal, sonst gibt's eine Revanche mit was anderem. Okay, ich hab's kapiert, Leute, der Typ kann Rennen gewinnen. Aber wenn ich meine Rennsiege in einem Video zusammenschneiden würde, würde das auch nicht anders aussehen als bei dem. So viel Eindruck hat das jetzt auch nicht gemacht. Oder hat er jetzt einfach auf dem Weg zu mir mal eben noch 3 Rennen hintereinander gewonnen, oder was soll das heißen? Außerdem, so toll war das wirklich nicht. Er ist ja nur gegen Serienwagen gefahren. Und zudem gegen Serienwagen, die schlechter sind als er. Das soll sich jetzt mal nicht so aufblasen. Kann nicht sehen, wo es hingeht. Also ich probiere das jetzt einfach mal und wenn es nicht klappen sollte, dann gucke ich mal, ob der Shop irgendwie eine neue Karre zu bieten hat oder so, die ich mir da zulegen kann und versuche es halt mit der vielleicht nochmal oder sowas. Oder vielleicht mache ich dann hier mit dem Porsche auch erstmal noch, wenn das jetzt hier nicht klappen sollte, noch die ausstehenden Renn- und Meilensteine vielleicht oder sowas. Aber der hat ein paar ekelhafte Kurven hier drin, du. Das muss man ihm ja schon lassen. Also das ist jetzt hier zum ersten Mal, ich behaupte jetzt, ich sag's jetzt mal so, das ist jetzt zum ersten Mal kein endgültiges Blacklist-Duell. Also ich werde jetzt hier nicht 1000 Versuche starten. Die habe ich beim letzten Mal besser genommen. Viel besser beim letzten Mal. Ich werde jetzt hier keine 1000 Versuche starten, sondern jetzt mal so. Und wenn es nicht klappt, mache ich das was anderes. Es nimmt ein bisschen die Spannung raus, zwar, aber
Naja. Gibt ja Schlimmeres. Und das ist doch besser, als wenn ich jetzt 100 Versuche brauche und damit wieder ein ganzes Video unnötigerweise fülle, wie das ja schon bei jemand anderem der Fall war. Ach, ich nehme die Kurven jetzt nicht mehr toll. War klar, dass der Typ wieder innen durchzieht, natürlich. Schön, den nächsten Rundfuss gewinne ich schon mal. Die Radarfalle ist ziemlich lang. Schauen wir mal. Upsala. Kippt unser Porsche fast auf die Seite? Ja, also von Haus aus ist der Junge stärker. Da gibt's natürlich gar nichts. Der Kerl überholt uns im Sprung. Alles klar. Kacke. Wo geht's hin? Wo geht's hin? Oh nein. Nein, 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 nicht schon wieder, nein! Nein, nicht schon wieder, so ein bekloppter Fuck, nicht schon wieder! Nein! Echt nicht wahr, echt nicht wahr! Das muss ich mir irgendwann mal abgewöhnen. Einmal ganz tief ausatmen, einmal ganz tief ausatmen. Sieg! Wallalalala. Und das schon wieder nach diesem grauenhaften Unfall. Uiuiui. Hallo? Achso. Und die Nummer 10 der Blacklist ist... Abserviert. Es ist die Nummer 6. Entschuldigung. Wo bin ich denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.
Oh, ja, warum denn nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ist klar. Ist klar. Ach, ich habe irgendwie kein Glück bei sowas. Gerade wenn es um Wagen geht, die ich will. Nächster Blacklist geht ja Nummer 5. Wes Allen Webster, sein Spitzname. Er fährt eine Corvette C6. Seine Stärke sind Verfolgungsjagden. Webster redet ständig nur von Autos, PS und Rennen. Er hält einfach nicht die Klappe. Der Typ denkt doch tatsächlich, dass er mal groß rauskommt. Wer's glaubt? Wenn er nicht gerade durch die Stadt rast, hängt er im Shops rum. Seine Karre ist extrem aufgemotzt. Dafür sieht sie von innen aus wie eine Regentonne. Wie darf ich mir das vorstellen? Sein Ton gefällt mir irgendwie nicht so ganz, er macht mir ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Ich werde zudem das Gefühl nicht los, dass hier irgendwie noch was ganz Mieses auf uns wartet. Ich weiß nicht, also irgendwie so eine, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht einfach so zu Razer durchmarschieren können. Sondern dass da noch irgendwas vorher passiert oder keine Ahnung was. Und zudem bin ich mir irgendwie ziemlich sicher, dass entweder Rock oder Mia uns ziemlich verarschen und uns einer von uns beiden uns irgendwie irgendwann nochmal in eine Falle führt vielleicht. Oder Razer führt uns in eine Falle so von wegen, komm, wir müssen miteinander reden, wir treffen uns da und da und da. Und dann gehen wir da hin und dann sind da ein Haufen Cops oder sowas, die uns festnehmen. Irgendwie in Kooperation mit Cross oder so. Also irgendwie, ich bin mir sehr, sehr sicher. Dafür läuft mir das einfach gerade zu rund. Dass da noch irgendwas auf uns wartet, dass uns das Ganze nicht so einfach macht. Oh. Irgendwie sowas wird dann noch kommen. Aber das ist das Schöne. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, wie das Spiel ausgeht. Und ich will auch keine Spekulationen aufstellen, was passieren könnte oder wie es ausgehen könnte. Dafür gibt es einfach zu viele Möglichkeiten. Es wird, hoffe ich doch mal, mit einem Happy End für uns ausgehen. Aber alle anderen Charaktere, null Plan. Zumal Rock haben wir noch nie persönlich gesehen, den haben wir nur am Anfang in seiner Karre gesehen. Und das war's ja auch schon. Ja, die war ja echt so schlimm genommen wie noch was. Fahr doch! Dummer Hund. Und da bitte ich auch, dass nicht gespoilert wird oder irgendwas. Weil das will ich nicht. Das möchte ich wirklich so für mich erleben. Vielleicht gibt es ja auch noch den einen oder anderen unerwarteten Wendepunkt. Wäre ja auch mal ganz witzig. Also wenn ich wählen müsste, wer uns verarscht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Mia ist. Dafür ist die einfach zu durchtrieben. War das wieder der lange Weg, den ich genommen habe? Naja, nee, oh mein Gott. Oh nein, das ist die. Oh Scheiße. Oh Scheiße.
Nein! Oh, ho, 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 ho. Ich denke, hier traf das Wort knapp, glaube ich, ganz gut zu, ne? Stimmt ihr mir doch zu. Wo ist es? Wo, wo, wo? Ah, da. Oh, fuck. Also nach dem einmal dachte ich ja gerade, das wird die erste Radarfalle, die ich verliere. Aber zum Glück ist uns das ja nochmal erspart geblieben, dank einer riesen Portion Dusen. Okay. Wir haben die Nummer 6 der Blacklist geschlagen. Warum denn nicht? Und jetzt werden die Gegner nämlich langsam auch mal so, dass sie wirklich mit ernsthaften Karren da rumfahren. Vorher war es ein Gallardo. Jetzt eine Corvette. Und ich denke mal, jetzt können wir uns auch ein Gallardo und ähnliches im Shop zulegen. Wir haben ja ein bisschen Geld. Vielleicht mache ich so, dass ich dann beim nächsten Mal dem Shop irgendwie einen Besuch abstatte. Und da mal gucke, was so ansteht, ne? In diesem Sinne, hoffentlich fandet ihr das so spannend. Es hat ja endlich mal wieder jetzt im ersten Anlauf geklappt. Ich habe keine 3, 4, 5 Versuche gebraucht. Bin ich ganz zufrieden mit, ne? Und ja, wir schreiten weiter munter vorwärts. Ich bin gespannt, was noch kommt. Ihr hoffentlich auch. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.